Yo, Servus und Moin, ihr Rednecks. Ihr seht, es ist ein wunderschöner Tag. Es ist ein sehr heißer Tag. Wir haben heute Freitag, wir haben heute knappe 31 Grad im Schatten. Nicht zu vergleichen mit Mittwoch. Am Mittwoch hatten wir, glaube ich, 39,8 Grad im Schatten. Ich messe meine Temperaturen immer nur im Schatten, weil in der Sonne macht das ja relativ wenig Sinn. Daher, naja, ultra heiß, ultra warm. Aber heute geht es einigermaßen, wenn man fährt, wenn man nicht gerade durch irgendeine blöde Stadt fährt. Ah, das ist ja immer ein bisschen kritisch. Ihr wisst, ich trage immer meine Schutzkleidung, sprich Handschuhe, Helm, Hose, Jacke, Rückenprotektor, Schuhe. Muss immer dabei sein. Anders setze ich mich nicht aufs Motorrad, außer ich fahre kurz zum Bäcker und das ist alles eine 30er-Zone. Dann ziehe ich nur meine Jacke und Handschuhe und Helm an. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Genau, und worum soll es eigentlich dann gehen? Ich habe mich gerade voll verzettelt. Genau, um meine Erfahrungen am Mittwoch. Da habe ich gedacht, komm, ich muss mich irgendwann aufs Motorrad setzen. Ich muss mal ein bisschen von der Uni runterkommen. Und ja, gesagt, getan. Ich habe auf die Uhr geguckt, habe mir gedacht, ach, es ist 21 Uhr. Wird schon schief gehen. Ist schon ein bisschen kühler. Hat nur noch 30 Grad. Ja, nur noch in Anführungszeichen, ne? Und ja, habe ich mich draufgesetzt und ich fahre hier geradeaus weiter. Ich habe zwar keinen Plan, wo ich hinfahre, aber egal. Und ja, habe mich draufgesetzt, bin losgefahren, es ja, war schon ein bisschen kühler und dann bin ich wie immer abends, wenn ich kurz eine Runde fahre, durchs Neckartal gefahren, habe mir gedacht, ach, schön kühl zwischen den ganzen Bäumen, gar nichts los. Und auf einmal habe ich gedacht, oh, das regnet. Weil ich von den Geräuschen her gedacht habe, ich habe so ein Prasseln gehört. Dann war das kein Regen, dann waren das lauter so hier riesen Mückenschwärme oder andere Viecher, die da rumgeschwirrt sind. Nach 2 Minuten war das ganze Visier dicht. Unglaublich. Hätte ich die Kamera drauf gehabt, ich glaube, die hätte ich grundsäubern müssen. Die hätte ich erstmal für 5 Tage in ein Wasserbad legen müssen, damit das ganze Dreckschicht abgeht. Nach einer halben Stunde Fahrt hat es mir dann gereicht irgendwie. Es waren so viele Viecher, es war dann nicht mehr witzig. Ich habe einige 10.000 davon umgebracht. An der Stelle tut es mir dann auch leid für die Viecher. Grüße gehen raus. Naja, was soll man da machen? Ich saß dann auch ungelogen. Ich wollte gerade den 7. Gang hochschalten. Ja, moin. Ungelogen, dieses Dreifache einer Zeit dran, um mein Visier zu säubern als sonst. Normal nehme ich ein Zewa. Mach das nass, leg das im nassen Zustand aufs Visier für ein paar Minuten und wisch das ganze Zeug einfach runter. In der Regel geht das relativ gut, aber diesmal nicht wirklich. Wow. Naja, und vom Motorrad sauber machen, da reden wir mal nicht von, ne? Das hat um einiges länger gedauert. Genau, das zu der Geschichte. Ich habe jetzt einfach mal ein paar kleine, sage ich mal, Geschichten. Ich habe jetzt keine ganz großen Themen. Und Dettingen und Schopfloch. Wo bin ich denn hier gelandet? Am Arsch der Welt irgendwo. Oh nee. Diesen. Naja, fahren wir halt, ne? Genau, die andere Geschichte. Ich habe mir ja von meinem Vater die Spiegelreflexkamera ausgeliehen, das ist eine Nikon D90, ist nicht schlecht, ist schon ein älteres Baujahr, muss man schon sagen, aber das Objektiv darauf ist ein super Objektiv, fragt mich aber bitte nicht, was für ein Objektiv das ist, das war damals teurer als die Kamera selber. Und da bin ich gerade am rumprobieren, Fotos machen ist eine Wissenschaft für sich, ich versuche die ganzen Bilder im Raw-Footage, also als Raw-Material zu schießen. Und auch dann dementsprechend alles von Hand nachzubearbeiten. Sorry, dass ich so stock. Ich lese die ganzen Schilder nebenher. Dann versuche ich dann halt auch die ganzen Fotos manuell zu schießen. Sprich ISO-Wert, Tiefenunschärfe etc. etc. Alles direkt von Hand einzustellen. Kriege ich noch nicht ganz so hin. Muss ich noch einiges üben. Aber es wird immer besser. Die Fotos könnt ihr auch übrigens bei mir auf Instagram dann begutachten. Da haue ich die immer mal wieder rein, wenn ich einen schönen Spot gefunden habe, wo ich das hinpacke.
Aber ich habe bis jetzt noch kein gutes Bildbearbeitungsprogramm gefunden. Ich habe mir ein paar angeguckt, unter anderem auch von Adobe, Photoshop und Lightroom, also in der Kombination. Adobe ist ja auch der Herausgeber von Premiere Pro, von dem Videobearbeitungsprogramm. An sich keine schlechten Programme, aber ich mag das überhaupt nicht, wenn man so ein Abonnement hat. Du bezahlst, glaube ich, als Student das allererste Jahr 20 Euro für alles als Komplettpaket, da hast du alles dabei, aber danach zahlst du 60 Euro im Monat, also 20 Euro pro Monat, nicht pro Jahr. Und das ist schon relativ heftig, das ist happig. Und das gebe ich mir jetzt nicht. Und nur Photoshop und Lightroom zusammen wären dann halt 11 Euro pro Monat. An sich, sage ich mal, sind das richtig gute Programme, um es damit anzufangen. Aber wie gesagt, so ein Abo-Zeug mag ich gar nicht. Und ja, vielleicht finde ich noch eine bessere Alternative. Haut mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr Videos schneidet, was ihr dann so benutzt. Ob ihr sagt, okay, ich bin von Premiere Pro oder sonst irgendwas komplett überzeugt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr so benutzt. Ja, und ich benutze ja, wie die meisten schon wissen, DaVinci Resolve. Ist ein super Videobearbeitungsprogramm. Kann man nichts mit falsch machen. Ist super overpowered. Damit kann man alles machen. Color Grading, Special Effects und so weiter und so fort. Also, ja, alles, was das Herz begehrt. Damit werden ja mittlerweile Kinofilme direkt in Hollywood geschnitten. Einfach gigantisch, was das Ding aufbringt. Aber dafür braucht man auch einen guten Rechner, eine gute CPU, GPU und viel Arbeitsspeicher. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr ein super kostenloses Programm, was alles mit sich bringt. Das Problem dabei ist, dass die Bildbearbeitung, sprich einzelne Fotos, nicht ganz optimal damit sind. Klar, es ist ein Videobearbeitungsprogramm mit allem möglichen Schnickschnack. Da könnt ihr alle Farben einstellen, Schärfe, Unschärfe, alles. Aber Fotos, bin ich noch nicht ganz genau dahinter gekommen, ob das auch irgendwie besser geht, weil das, was ich bis jetzt mit den Fotos mache, bei DaVinci Resolve, ist jetzt nicht so der Hammer, würde ich mal behaupten. Daher schaue ich mich nach was Neuem um. Genau, haut mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so verwendet oder ob ihr irgendwelche Vorschläge oder Meinungen zu irgendeinem Produkt habt. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren, weil ich bin immer bereit, irgendwas Neues auszuprobieren. Mit dem Videobearbeitungsprogramm bin ich soweit zufrieden. Also das Fotobearbeitungs- bzw. Bildbearbeitungsprogramm würde mich hier an der Stelle am meisten interessieren. Und ich bin gerade auch immer ein bisschen am Schauen, ob sich hier ein paar Gelegenheiten auftun, dass man ein paar schöne Fotos vielleicht machen kann. Weil, ja, Übung macht den Meister, ne? Genau, damit habe ich dieses Thema, denke ich, einigermaßen abgehakt. Kommen wir nun zum nächsten Thema. Und zwar zu meinen Videos an sich. Ja, ich muss gestehen, ich bin mit meinen Videos persönlich nicht zufrieden. Klar, ich finde sie jetzt nicht komplett scheiße, sonst würde ich sie nicht hochladen, ganz einfach. Aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Und zwar aus dem Grund, weil ich, wenn ich meine Videos mache, nicht real bin. Klar, ich bin, das ist jetzt blöd ausgedrückt, sagen wir es mal so. Die Leute, die mich kennen, die wissen, also persönlich kennen, die wissen, ich bin komplett anders unterwegs. Die wissen, dass ich immer einen blöden Spruch auf Lager habe, dass ich einen komplett bescheuerten schwarzen Humor habe, der auch manchmal etwas derb ist, ja. Aber genau, und das bringe ich hier nicht so rüber. Ich bin hier in meinen YouTube-Videos mehr oder weniger so, ja, ich muss korrekt sein, ich muss jetzt mehr oder weniger vorbildmäßig dabei sein. Und ja, wie gesagt, ich will korrekt sein. Und mittlerweile habe ich eine relativ coole Community. Kleine, aber feine, korrekte Community. Und jetzt habe ich halt im Hinterkopf ein bisschen so den Drang, beziehungsweise den Gedanken, wenn ich jetzt wieder umstelle, wenn ich jetzt auf einmal umstelle zu einem anderen Verhalten, was vielleicht ein bisschen, sage ich mal, nicht ganz der Norm entspricht, dann werde ich vielleicht ein paar dieser Leute verlieren und das wäre sehr schade drum. Deswegen bin ich da
gerade schon ein bisschen im Zwiespalt. Klar, es sind nicht viele Leute, die da gehen werden. Da rede ich nicht vom 100er Bereich oder sowas. Das werden dann vielleicht 10 oder 20 Leute sein, aber ich fahre wieder zu schnell. Das ist, wäre es trotzdem schade um jeden Einzelnen. Deswegen bin ich am Überlegen, wie ich das am besten gestalte und wo ich mich überhaupt befinde, weil ich bin einfach nur gerade ausgefahren und irgendwo abgebogen. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Haha, kacke. Gehe ich mal hier rüber nach Balingen. Vor allem mit einem Rollerfahrer, der weiß, wo es lang geht, glaube ich. Rollerfahrer wissen immer, wo es lang geht, habe ich das Gefühl. Die fahren so ihr und machen ihr Ding, ja. Genau, und ja. Das sind sogar die Sachen, die mich ein bisschen beschäftigen. Und ich würde in meinen Videos gern mehr, sag ich mal, Action haben. Was ich gerade mache, klar, das ist nicht schlecht, aber es ist auf Dauer langweilig. Ich würde jetzt keine 100 Videos von mir angucken, wo ich die ganze Zeit nur auf dem Motorrad sitze und langweiliges Zeug laber. Ja, weil ich merke schon, vieles davon ist jetzt nicht gerade das Interessanteste, was man so zu bieten hat, beziehungsweise was man sich anhören sollte oder kann. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Ich muss nachher auch mal meine Reifen anfassen, ja, weil ich die so ganz gerne habe. Einfach ganz anfassen und liebhaben. Aus dem Grund, weil ich vorhin leicht gerutscht bin, als ich gebremst habe. Ich habe gar nicht stark mit der Hinterradbremse gebremst und es hat schon angefangen zu rutschen. Und daher bin ich gerade ein bisschen unsicher bei den Temperaturen, ob ich die falschen Reifen drauf habe und die direkt das Schmieren anfangen. Deswegen fahre ich auch gerade ein bisschen unsicher, beziehungsweise vorsichtiger. Ich möchte jetzt nicht wirklich irgendwo in der Leitplanke enden. Naja, genau auch dazu gerne euren Kommentar unten in die Kommentare. Also nicht zu dem Thema in der Leitplanke, sondern zu meinem Video-Content. Ob ihr sagt, nee, so wie es jetzt ist, passt, oder ob ihr sagt, nee, mach dein Ding, versuch das, was du machen möchtest. Wir unterstützen dich und sagen dich schon, wenn es dann nicht passt. Weil das würde ich mir von einer guten Community halt wünschen. Dass ihr sagt, komm, probier dein Zeug aus. Wir geben dir Feedback, wie das ankommt. Wir geben dir Feedback, wie das läuft, was so, sag ich mal, gut ist, was kacke ist, was man vielleicht lassen sollte. Weil ich bin auch der Meinung, genau dafür hat man eine Community. Die einen, sag ich mal, auch unterstützt. Weil ich meine, ich will jetzt keine Community haben. Föhringen, Wittenhausen, Renfritzhausen. Das sagt mir alles nichts. Ach, kacke. Fahr ich mal hier rüber. Okay. Genau, weil ich bin der Meinung, man hat eine Community, damit man mit der redet, damit man mit der interagiert, damit die Community einen unterstützt und sagt, ey, cool, das war klasse, das kannst du besser machen. Hier ist ein bisschen konstruktive Kritik, nicht zerstörerische Kritik in Form von, du bist kacke, geh dich vergraben oder sowas, weil das bringt mir nichts und das werde ich ignorieren, weil, ja, wie gesagt, bringt mir halt nichts. Ich glaube, ich werde ein Stück Autobahn fahren, damit ich wieder weiß, wo ich bin. Sorry schon mal dafür. Aber ich habe mich gerade echt verfahren. Ich fahre hier schon seit einer halben Stunde lang in der Gegend rum und seit gut, naja, schon seit einer Stunde in der Gegend rum und seit gut einer halben Stunde weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Bisschen blöd, ne? Daher die Bitte an euch. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Kritik habt, beziehungsweise wenn ihr irgendwie sagt, nee, lass mal, das solltest du besser sein lassen, nicht machen, lass das mal andere machen. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich an der Stelle auch. Ich lasse das Ganze mal bei euch sacken. Ich mache mir auf jeden Fall noch viel mehr Gedanken darum, weil wenn mir mein Content, sage ich mal, nicht 100% gefällt, dann bin ich auch nur halbherzig dabei. Und das ist für mich keine schöne Situation. Das ist für euch bestimmt auch keine schöne Situation. Daher, ja, haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.